spiele heute mit dem faulsten Team in FIFA 22. Jeder Spieler im Team hat Low Work Rates. Für jedes Tor gibt's ein Upgrade. Für jedes Gegentor gibt's das, was kein fauler Spieler will. 20 Liegestützen. Und das hier ist übrigens unser super tolles Team straight aus China bestellt. Dann lassen wir die Faultiere mal von der Leine. Wollt ihr mich verarschen? Wir haben ein Bronze-China-Team und das ist unser Gegner. Ja, super. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wild? Hab's genommen. Oh! Ja, okay. Was macht Lorida? Na gut. Warum macht unser Torhüter die Ecken? Also wirklich, nee. Wenn ich bei einem Tor nicht sprinten sollte, dann gibt's sogar zwei Upgrades. Schua! Super, das sind schon die ersten 20 Liegestützen. Alter, hab ich da jetzt wenig Bock drauf. Also allzu viele Gegentore sollte ich heute nicht bekommen. Ich hoffe, die Jungs lassen mich nicht im Stich und sind zu faul, um das noch aufzuholen. Jetzt sind wir am Drücker, jetzt sind wir am Drücker. Oh, aus dem Stand. Oh, das ist nicht das Tor. Ja komm, jetzt schießt dann unser Torhüter die Ecken, ist doch wurscht. Da ist das Ding. Erstes Upgrade. Let's go, Freunde. Wir tauschen den Imposter gleich mal aus und reinkommt Akinfenwa. Der stärkste Spieler im Spiel und der ist definitiv faul. Ja, das gegnerische Team gefällt mir schon gut mit diesem Torhüter. Wenn Akinfenwa innerhalb von 30 Minuten einen Hattrick schafft, bekommen wir 5 Upgrades. Sollte er das nicht schaffen, dann bekommen wir Mario Balotelli ins Tor. Big Boy Akinfenwa. Bietet sich an hier, da will er schon. Oh, der ist so stark. Schuss! Das Tor einfach zerlegt, meine Freunde. Akinfenwa, der Boy ist heiß. Oh, it's me, your boy, Adibao Akinfenwa. Akinfenwa, let's go. 2 Tore von Akinfenwa. A.K.A. the Beast. So, oh, jetzt haben wir ein Gegentor bekommen. Oh, schon wieder 20 Liegestützen. Haha, ist noch alles easy, Freunde. Okay, schon langsam ist es doch nicht mehr so easy. Oh, das wird richtig knapp. 3 Minuten noch für Akinfenwa. Ich hoffe, in der Zeit kommt er überhaupt bis vor das gegnerische Tor. Und dann passierte das hier. Okay, letzter Angriff, letzte Chance. Akinfenwa! Oh, der Tor! Oh, abseits, nein! Wir bekommen Mario Balotelli ins Tor. Aber wir bekommen auch noch 2 Upgrades für die 2 Tore von Akinfenwa. Unser Team wird verstärkt mit Jonjo Shelvey und Ross Barkley. Nice, so ein Team und wir haben Mario Balotelli im Tor. Akinfenwa, der ist halt beweglich wie ein Lastwagen. Mario Balotelli mit dem Save. Als neue Regel gibt es für jedes Tor außerhalb des Strafraums jetzt auch 2 Upgrades. Und für ein Tor mit Mario Balotelli sogar 3 Upgrades. Da pass rüber zu... Ja, Freunde, das ist aber gar nicht gut. Jetzt aber. Oh, gute Finte. Was ist denn das für ein Pass? Ich find's geil, dass mein Gegner einfach nicht schießt. Ich hab Mario Balotelli im Tor, Digga. Oi. Sagte er und kassierte prompt ein Gegentor. Warum mache ich das? Aber dann passierte das hier. Nope. Was ist denn das? So, jetzt aber. Let's go. Er ist nicht gesprintet. 2 Upgrades. Einmal Igalo ins Team. Nein, Igalo. Komm, egal. Und auf der zweiten Stürmerposition Anthony Martial. Ah, der Gegner wird hoffentlich nicht so gut sein. Okay, wir sind am Arsch. In diesem Spiel muss Mario Balotelli treffen, dann gibt's 5 Upgrades. Gleich mal den Ball zurückspielen zu Balotelli. Guck mal. Balotelli hat auf jeden Fall mal die Skills, das ist schon mal gut. Komm, okay, das ging schon mal nicht so gut aus. Oh Mann, das könnte richtig schwierig werden. Komm, gleich mal, Junge. Ist schon über der Mittellinie und jetzt verliert er den Ball. Oh, der sweatet den. Und ich mach 20 Liegestützen. Jetzt sind wir durch. Lol, nee, Spaß, hab's natürlich verkackt. Oh, macht er nicht, aber wie? Dranbleiben, Männer! Und Like und Abo nicht vergessen, danke, Mann! Sonst raste ich meine Liegestützen hier komplett aus! Alter Schwede, wenn das mit den Liegestützen so weitergeht, werde ich noch stärker als Akinfenwa. Versuchen wir mal eine andere Taktik. Einfach einen Elfmeter rausholen, das kann doch nicht so schwer sein, oder? Oder? Ha, Elfer! Das gibt's nicht! Gib doch dafür einen Elfer! Nope. Jetzt weiß ich, warum Mario Balotelli einfach liegen bleibt. Hat er ja recht, der Bursche. Oh.
Letzter Versuch. Ich schaff das schon. Okay. Okay, Freunde, ich sehe es ein. Ich schaff kein Tor mit Mario Balotelli. Aber 5 Gegentore, da habe ich genug Liegestützen gemacht. Ich glaube, wir haben uns die 5 Upgrades noch verdient. Und so sieht also das beste, faulste Team in FIFA 22 aus. Und als letzte Challenge müssen wir mit diesem Team mit einer 5er-Kette auf sehr defensiv ein Spiel gewinnen. Und weil wir die vorige Challenge nicht geschafft haben, ist Mario Balotelli immer noch im Tor. Sollten wir dieses Spiel verlieren, wird ein zufälliger 85-Plus-Spieler discarded. So, komm jetzt. Fokus, konzentrieren, Jungs. Sehr defensiv gleich mal einstellen. Das wird hässlich. Oh, ist er im Abseits? Akinfenwa weiß, glaube ich, im Abseits. Nee, ist nicht im Abseits. Oh, wir sind so langsam, Jungs. Wir sind so langsam. Balotelli. Ui. Uff, uff. Wie ist denn der reingegangen? Ja, genau. Genau. Halt's Maul. Martial. Martial. Was für Zeit, Junge? Alles gleich. Wichtig. Big Boy Akinfenwa. Martial, mach doch selber, Junge. Mach's doch selber, Junge. Das gehen wir nicht mehr aus der Hand, Jungs. Da machen wir gleich die Tricks da in der Innenverteidigung. Sollten wir vielleicht wieder lassen. Komm, bitte brich das Spiel ab. Das wäre das Allerbeste. Bitte. Nein. Ich hab Druck. Den Druck habe ich nur, wenn ich aufs Klo gehe. Oh, vielleicht ist er nicht da. Abgebrochen. Zick. Ja, Mann, kein Discard. Dieses Team ist echt... Kacke, kauft euch dieses Team nicht, Freunde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wird euch sicher dieses Video auch noch gefallen. Also, guckt's gerne an und ciao.